Ja. So, und was habe ich gesagt? Ich will irgendwo da, da hoch will ich. Das heißt, wir müssen auf dieses Treppending noch drauf. Ach so, da ist die wahrscheinlich kaputt gegangen. Da ist die wahrscheinlich... Nee. Ich bin einfach nur nicht dahin gegangen. Na, ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, es besteht immer noch Gefahr, auf neue Gegner zu treffen. Was war hier? Ach, das war Klettern wieder. Ach du Scheiße, das ist da hinten. Dann will ich das vielleicht doch nicht mehr. Vor allem, da ich nichts sehen kann. Ich kann herausgerissene Seite 4. Naja, hat sich zumindest ein bisschen gelohnt. Ich kann nicht sehen, ob hier ein Gegner ist. Ich sehe die Treppe da hinten, aber das war's auch. Da hinten ist Licht. Boah, ich krieg schon wieder Schweißanfälle. Seite 2. What? Was? Scheiße. Nein. So, wo genau bin ich hier jetzt? Ach so, ich hab gespeichert, als ich hier auf dem Weg nach unten war. Ich habe nicht gespeichert, es wurde automatisch gespeichert. Das heißt, wenn wir die Reisetasche hier schon... Jetzt müssen wir da gleich nochmal reingucken. Okay, das da oben, das lassen wir also erstmal weg. Da haben wir uns gerade zu entschieden. Oder war ich hier schon? War ich, perfekt. Perfekt. Dann klauen wir jetzt den kleinen gelben Stein. Wir lassen das alles hier so, wie es ist. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist... Lohnt es sich da zu teleportieren? Würde ich fast sagen, ne? Da teleportieren wir uns mal hin. So. Noch sollst du nicht schleichen. Also die Asseln hören sich an wie sonst was für Monsterviecher. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Hä? Hä? Wer hat das denn bitte gesehen? Was soll das denn jetzt werden? Was soll das denn jetzt werden? Hä, wer fragt mich das denn? Wer fragt mich das denn? Hier guckt doch keiner her. Scheiße. Oh, genau an den Stein kommt man natürlich nicht. Was soll das denn jetzt werden? Ja, hier, leckt mich. Scheiß auf den Stein. Hallo? Scheiß auf den Stein, sage ich dazu nur. Eine Handgranate. Aha, ja, sehr schön. Nein, das, och Mann, das ist doch doof. Das ist doch richtig blöd jetzt. Na gut, wir essen zu Abend. Einen geilen Burger, ein geiles Wasser.
Munition, mega gut. Heil dich bitte einmal voll. Da gehen die nicht ins Bett. Ey, das sind Arschflöten. Das sind richtige Arschflöten. So, das ist... ja. Ich meine, wir können das ja auch ohne Kampf schaffen. Wir müssen ja gar nicht kämpfen. Ich würde sagen, von hier ist kürzer. Alles sauber? Alles sauber. Im Dunkeln sieht man bestimmt auch die Minen richtig gut. Na gut, hier auf, gut, in der Wüste geht es, weil der Sand ist nun mal hell. Da ist es nicht ganz so dunkel jetzt. Wo war die Schlucht? Wo komme ich lang? Ah, nee, die... Obwohl, doch, wir müssten die Minen gerade jetzt gut sehen können, weil die leuchten ja rot. Gerade jetzt müssten wir den eigentlich super ausweichen können. So, wir müssen zu dem großen Gebäude da. Also das hier wird jetzt so eine richtige Stealth-Mission à la Metal Gear Solid Snake. Oh ne, ist hier auch Strahlung? Wo ist denn hier die Strahlung? Das ist richtig gut. Dann legen wir uns gleich die Gasmaske auf, scheiß drauf. Ich meine, bei einer geheimen Mission jetzt, da ist es eh egal, was wir anhaben. Ja, komm schon bitte. Ach nee, wir entfernen uns sogar davon. Na, dann geht's ja. Was? Radio Durant? Ach, das ist auch ein Stim. So, wo ist das Vieh, was ich... Ist das eins? Das ist nur eins, ne? Notfallprotokoll. Gib her. Scheiße. Scheiße. Fuck you, Alter! Och nein! What the fuck? Ach, scheiße, Mann. Also ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr Ausdauer hätten, dann wäre das alles noch viel weniger problematisch. Ich glaube, dann wäre der Kampf gerade einwandfrei ausgegangen. So. Ist das Ding da wirklich genau bei dem Vieh oder ist das da unten in dem Loch auch vielleicht drinne? Ah!
Das, ey, der muss mich treffen. Der muss mich natürlich treffen. Hier bin ich, du Arsch. Zum Glück haben wir jetzt nur den. Das heißt, das sollte jetzt so gut wie geschafft sein. Yeah. Na toll, jetzt kommen die anderen doch noch, oder was? Oh, wieso hast du nur das Schwert? Oh ja, oh, danke, danke, richtig geil, richtig geil. Oh, fuck, Alter, das war geil. Das war ein guter Kampf. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, wir haben die beiden Ripper ausgeschlachtet. Habe ich die Schutzmaske hier? Ach nee, ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass ich Schadensbericht. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass ich eigentlich die Lederkapuze aufhabe. Alter Schwede. Das ändert nichts an der Panik, die ich trotzdem durchweg verspürt habe. Ich will mich hier, Notfallprotokoll, das nehmen wir alles mit. Ich will mich hier auch gar nicht groß umgucken. Ich will eigentlich nur das Ding haben. Vielleicht, was in dem Bereich hier liegt, ein bisschen einsnacken. Aber dabei will ich es auch eigentlich belassen. Wobei, auch wenn hier noch ein Ripper kommt, auch den würden wir natürlich besiegen. Na, das ist wahrscheinlich wirklich da unten in dem Loch. Ach nee, das hier ist noch ein extra Raum. Starker Schnaps. Ach so, ja, da gibt es ja noch irgendeine Quest, die wir nicht kennen. Konzentrische Kreuzankerspule. Würde mich zwar interessieren, nach da unten zu springen, aber nicht jetzt, wo wir das alles haben, was wir haben. Oh, nu! Was? Nach noch ein starker Schnaps, na gut, meinetwegen. Ja, wenn der hier liegt, dann nehmen wir halt den schon mal mit. Ich frage mich, wer mir die Quest dafür mal geben will. Ein Schädel? Okay, ich glaube, dann habe ich alles, was ich hier wollte. Jetzt in die Mine und sterben. Das wäre die absolute Knallerhöhe. Gut, nee, dann können wir hier weg. Ich will die Quest jetzt noch gar nicht abgeben. Das machen wir dann später. Ich will jetzt nämlich tatsächlich, ich habe mich doch entschieden, dass ich das doch was anderes mache. Ich mache die Quest natürlich aktiv. Da müssen wir jetzt wieder zu ihm hin, genau. Wir wollen jetzt nämlich doch zu diesem Gebäudekomplex und da dieses andere Ding suchen, Marker setzen. Das müsste dann ungefähr hier sein. Und natürlich von unserem Lager aus, wir so... Ja gut, wenn wir wirklich nicht auf die Umgebung achten. Wenn wir nicht auf die Umgebung achten und wirklich einfach nur hinlaufen, dann sollte das nicht lange dauern. Das heißt, wir müssen natürlich vorher einmal schlafen. So. Dann hauen wir uns erstmal ins Bett. Heute ohne Kaya. Weil wir wollten... Ja, ich will nun mal nicht, dass sie Trübsal bläst, weil ich Leute schlachte. Leute, die es verdient haben natürlich. Hier steht sie jetzt rum, ja? Wie geht es dir? Alles gut, danke der Nachfrage. Mögen, ey.
Mögen ist immer so ein böses Wort. Mögen bedeutet nichts. Das ist nicht positiv und nicht negativ. Was soll ich davon halten? Wird's gerade schon wieder hell? Na gut, wir waren schon lange im Dunkeln unterwegs. Ja. So, fetten Burger zum Frühstück. Mampf, Mampf, Mampf. Geiles Wasser zum Frühstück. Gluck, gluck, gluck. Oh, lecker, lecker. Wir speichern jetzt einmal das Spiel und laden das gleich nochmal neu, nachdem wir etwas getestet haben, weil wir haben gerade genug Kohle. Wir werden jetzt uns angucken, wie das hier mit den Raumausstattungen funktioniert. Natürlich. Way, zusätzlich hätte ich dich noch gerne dabei. Alles noch dran? So gerade noch. Mitkommen. Natürlich. Oder will ich Arx mitnehmen? Nee. Nee. Bei ihm die Quest, da müssen wir auch mehr machen. Deswegen ist das schon besser, wenn wir ihn mitnehmen. Der Siedler, der putzt schön. So, Frau. Warte, hast du Benzin? Hast du Benzin, mein Freund? Zeig mir deine Ware. Natürlich. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der hat auch kein Benzin. Ich kann nirgendwo Munition für einen Flammenwerfer kaufen. Doch, scheiße. Scheiße. Wir sehen uns später. Na gut, ich warte auf dich. Oh nein, meine Augen fangen schon wieder an zu tränen. Das gibt's nicht, ey. Ich hoffe, ich werde irgendwann nicht noch blind. Was haben wir hier schon wieder? Ach so, Radio. Ja, was ist denn das? Resistenzstrahlung. Ach so, ja gut, das macht natürlich Sinn. Neues Essen. Starker Schnaps, ist klar. Konzentrische Kreuzankerspule. Oh, mein Auge, verdammt! So, hier haben wir gerade einige Sachen eingesammelt. Notfallprotokoll. Altes Protokoll, nachdem die Schnapsfabrik kurz vor dem Aufschlag verlassen wurde. Anlage komplett heruntergefahren. Kaum jemand ist noch da geblieben. Großteil der Mitarbeiter ist geflohen. Sicherheitsalarm am Tor ausgelöst. Kein Wachpersonal mehr vorhanden. Mehrere Gestalten haben einen Großteil des Geländes eingenommen. Habe einige Detonationen gehört. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie die Gebäude eingenommen haben. Ja? Prüfung der Gebäude abgeschlossen. Alles in Ordnung. Prüfung der Tanks, Leck gefunden. Überwachungssystem hat keinen Zwischenfall gemeldet. Anforderung Techniker zur Schließung des Lecks. Anforderung Informationstechniker zur Überprüfung des Systems. Eine Füllung komplett wertlos. So, ich wollte das machen, genau. Ja, und jetzt können wir im Prinzip speichern. Und dann angucken, was es damit auf sich hat. 20, jetzt können wir 9 machen wieder. Oh, ey. Moment, ich muss kurz... Ah, wieder gucken können. Ja, na gut, scheint zu funktionieren. Hau rein, ich bin mal weg. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Ja, das ist eigentlich völlig egal. Wir fangen mal an hier mit... Ach so, praktisch... Ja, natürlich Berserker, Kleriker, Outlaw. Okay, das ist also erstmal hauptsächlich dem Anschein nach unser Zimmer, was da ausgestattet wird. Gut, dann werden wir uns wahrscheinlich, nehme ich mal an, nur für eins entscheiden können.
Dann müssen wir natürlich alle drei durchtesten und dann, ja, geben wir die 3000 Elixit jetzt schon dafür aus oder wollen wir das... So, ist hier irgendwas anderes auch ver... Nee, anscheinend nicht, ne? Das ist anscheinend nur für unsere Bau. Na gut, sind wir ehrlich, macht auch eigentlich Sinn, ja, weil die... Wie sollten wir denn den anderen Leuten auch vorschreiben können, wie die hier zu leben haben? Das würde ja eigentlich auch gar keinen Sinn machen. Also hier sieht alles so aus wie immer, ja? Hier ist nix Outlaw, genau. Gut, dann hat das also nur was mit unserem Privatgemach zu tun. Da müssen wir uns natürlich auch das nur anschauen. Wenn wir jetzt 3000 ausgeben, wenn wir Zeit hätten, dann haben wir einen Rest von immer noch 6000. Das heißt, wenn wir uns entschieden haben, welcher das ist, wobei es wahrscheinlich Berserker sein wird, dann können wir das im Prinzip jetzt so machen. Dann haben wir das fertig. So, hier hat sich nichts geändert. Also wirklich nur unser, nur das Zimmer explizit für sich. Aber auch von außen. Okay, da haben wir jetzt so, ja, weiß ich nicht, eine Metallvogelscheuche, keine Ahnung. So, wir haben einen Spielautomat, den man aber nicht benutzen kann. Wir haben hier so ein heruntergekommenes Sofa, in der Tat aber saubere Tische, muss ich sagen. Die Theke, die gefällt mir. Ich muss sagen, die Theke, die finde ich schön. Ich meine, gut, ich finde die nur schön, weil sie rund ist. Wenn die anderen auch rund sind, dann gefallen mir die anderen auch. Das Dixie-Klo mit... Ja. Natürlich, warum nicht? Warum auch nicht? Wieso ist der... Hey, den habe ich doch schon mal geknackt. Ach nee. Ich bin nicht gut genug. Da war ich nicht gut genug für. So war das. Also der rote Teppich, der ist auf jeden Fall, ja, der hat schon ordentlich Pluspunkte. Die Schrottvogelscheuchen, die finde ich scheiße. An den Betten hat sich nichts getan. In der Truhe ist nichts Neues drin. Also gut. Teppich ist geil. Die Tische sind gut. Spielautomaten, ja, warum nicht? Die Vogelscheuchen sind scheiße. Die Theke finde ich absolut in Ordnung. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Das Dixie-Klo geht gar... Oh. Okay. Das Dixie-Klo geht mal gar nicht. und dann gucken wir mal, ob wir das jetzt nochmal ändern können oder ob wir jetzt schon neu laden müssen, weil wir haben ja noch genug Kohle. Vielleicht können wir das ja direkt hier umändern, dass wir uns den, dass ich mir den Ladebildschirm ersparen kann. Ich habe doch da einen roten Punkt auf der Karte. Wieso? Nee, ein Orange. Ach so, ein Orangener und unsere Markierung. Ach so. Ich mit. Kein Problem. Also, technische Einrichtung. Das sieht noch geordneter aus. Ich muss mal hier meinen Eiskaffee ordentlich durchschütteln. Mit Aqua. Oh. Oh, oh. So, ich habe ordentlich durchgeschüttelt. Den Latte Macchiato. Gucken wir uns das Ding doch mal an. Es könnte jetzt natürlich sein, bei den Klerikern gefällt mir natürlich die Rüstung am besten, dass mir hier, oh, Kalan Shall Purge the Sinner, ob ich das da so haben? Wir haben sogar eine Überwachungskamera, Hauptsache. Das Problem ist nur, dass das hier, auch wenn es vielleicht am schönsten aussieht, natürlich nicht zu der Holztür passt und auch nicht zu dem Rest des Lagers, was aber eigentlich auch nicht so wichtig ist. So, hier, da, was ist das? Achso, das ist so ein Waffenschrank, da unten Granaten, okay. Hier mit schön und da. Hier ist leider keine Bar. Das ist ein bisschen traurig. Das hier, keine Ahnung, ob das ein Kühlschrank ist. Wir haben hier einen Fernseher. Der Ofen bleibt. Hier haben wir noch ein iPad oder iPhone. iPad oder was weiß ich, wie die Dinger heißen. Ich brauche so einen Dreck nicht. Hier unseren Arbeitstisch. Das Aqua. Oh, hier haben wir. Oh, hier haben wir auch ein geiles Bett. Hier schön mit. Boah, Plasma-Wumm. Schön Aquarium hier mit einer fetten Seeschneckenmuschel. Für 6 Fische.
Ja. Mutanten-Embryo-Klone, keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen pervers. Okay, ich glaube, das gefällt mir. Das gefällt mir, glaube ich, auf jeden Fall schon besser als bei den Outlaws. Auch wenn mir hier ganz klar die geile runde Theke fehlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die geile runde Theke, die wäre nochmal die Krönung gewesen. Damit ich mir nochmal das Laden ersparen kann. Muss ich jetzt mal kurz für 30 Elixir oder sowas verkaufen. Dann können wir den Berserker auch noch direkt testen. Und vielleicht machen wir das doch nicht direkt. Vielleicht kaufen wir uns einfach die Einrichtung, je nachdem, welcher Fraktion wir uns anschließen. Aber dass ich jetzt zumindest schon mal weiß, wie es aussieht. Warte, ich hätte hier für dich. Wie viel brauche ich? 100. Ja, ich habe hier beispielsweise ein Breitschwert 1. Hier, nimm die Scheiße. Besten Dank auch. Kein Problem. So, wir können das natürlich auch wieder immer hin und her machen, aber das ist natürlich absoluter Bullshit. Natürliche Ausrüstung. Das scheint dem Anschein nach am absolut langweiligsten auszusehen. Oder täusche ich mich da jetzt irgendwie? Ich meine, ich täusche mich oft. Ihr wisst es natürlich. Aber das sah ja kaum aus, als wenn sich da was verändert hätte. So, was haben wir hier? Natürlich Bierfässer. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, ja. Nicht wären. Eigentlich ist es nett hier. Ach, welche... Das ist, was ist denn das? Hier ist ja gar nichts reingekommen. Eine Badewanne. Oh. Okay, also definitiv weiß ich. Definitiv weiß ich, dass es 100%ig nicht die Berserker-Einrichtung wird. Also ich denke, da wird mir jeder von euch, und ich meine wirklich jeder, zustimmen, dass das hier erstmal kaum einen Unterschied zu der Standardvariante darstellt. Ich meine, gut, es ist aufgeräumt, das ist was Gutes. Ich glaube in der Tat, das Einzige, was hier in Frage kommen könnte, ist das von den Klerikern. Und ich hoffe jetzt nicht, dass mich das bei meiner Entscheidungsfindung, welchem Lager ich beitrete, beeinflusst. Ich meine, gut, warum soll es mich nicht beeinflussen? Man muss nun mal alles abwiegen, alle Vor- und alle Nachteile. Und hier hat auf jeden Fall die Kleriker-Fraktion einen Pluspunkt gewonnen. Bei den Outlaws, der runde Tresen. Ohne Frage, mega geil. Bei den Berserkern gar nichts Geiles. Bei den Klerikern nichts Schlimmes. Die Mutantenbabys da, ja. Ich meine, es ist zumindest eine schöne Deko. Das Waschbecken richtig gut. Die Betten natürlich der absolut geilste Scheiß. Und weil ich meine Sachen gerne sicher habe, natürlich auch die Überwachungskamera, die da draußen dran pappt. Also ich würde sagen, bis jetzt gehen wir erstmal in Richtung Kleriker. Ihr könnt ja eure Meinung dazu auch nochmal in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt da rein, wofür ihr euch in eurem Spieldurchgang entschieden habt. Und wir laden jetzt neu, kaufen erstmal noch keine Einrichtung, ist vielleicht besser, und begeben uns dann zu dem, das, was ich da auf der Karte markiert habe, Midway zusammen. So, aber nee, das von den Klerikern, muss ich sagen, das sah schon echt gut aus. Gut, dann machen wir jetzt also das. Bewegen uns dahin. Gehen in die Wüste. Geben die Big Bang Quest ab, wobei ich meine, das ist eine Hauptmission. Und die Teile finden, das ist schon, das ist nichts Besonderes. Das kann man in einigen anderen Missionen auch machen. Deswegen wird es mit der Quest, schätze ich mal, an dieser Stelle dann nicht gewesen sein. Deswegen, wir geben das soweit erstmal ab, gucken, wie es dann weitergeht. Wären dann mit Way nur ein, wir wären Leos Aufenthaltsort. Das werden wir machen, und wenn wir dann quasi Big Bang die Teile abgegeben haben,
Leos Aufenthaltsort, ja, im Keim erstickt haben, keine Ahnung. Dann werden wir nach Abessa, da noch die 2-3 Questen erledigen, die wir haben. Dann nach Ignadon, den Elix-Diebstahl aufdecken und uns dann endlich einer Gemeinschaft anschließen. Eine neue Rüstung uns holen, damit gleichbedeutend. Und dann können wir, ich glaube, dann machen wir als erstes das von Nasty. Wenn wir die neue Rüstung haben. Oder, ich will hier nicht rumgucken, ohne Scheiß. Ich muss jetzt wieder arbeiten, ich kann jetzt keine 4 Stunden mehr aufnehmen. Deswegen, ich will das aber noch auf jeden Fall machen. Deswegen wirklich, weil das ja auch nicht der kürzeste Weg ist und die Reise nicht langweilig sein soll, wollen wir uns auch gar nicht großartig irgendwo aufhalten. Wir wollen da einfach hin. Na gut, wenn ein Gegner im Weg ist, dann hilft es nun mal nichts. Dann machen wir den kaputt. Wir wollen ja auch Stufe 20 werden.